hatte den Entwurf abgelehnt, weil er noch strenger ist als das nationale Lieferkettengesetz. Kinder, die in Textilfabriken arbeiten müssen oder zwangsweise auf Kakaoplantagen. Produkte, die hier entstehen, landen auch bei uns in den Geschäften. Künftig müssen große Unternehmen in der EU solche Zustände bei ihren Zulieferern verhindern. Die Verbraucherinnen und der Verbraucher in der Europäischen Union, die können sich jetzt sicher sein, dass wenn sie Kaffee kaufen oder Textilien, dass dort nicht mehr massive Menschenrechtsverletzungen drinstecken. Trotz einer sehr destruktiven Blockade der FDP kommt das Gesetz. Die FDP hält die Auflagen für Unternehmen für zu hoch. Deutschland musste sich deswegen enthalten, auch heute. In Brüssel zählt das als Nein. Die europäische Lieferkettenrichtlinie führt zu sehr viel praxisferner Bürokratie. Wir hätten uns eine bürokratieärmere und praxistauglichere Lieferkettenrichtlinie gewünscht. Doch am Ende wurde Deutschland überstimmt. Damit die Mehrheit der EU-Staaten zustande kam, musste das Gesetz aber abgeschwächt werden. Statt für Unternehmen mit 500 Mitarbeitern gilt das Gesetz nun erst ab 1.000 Mitarbeitern und statt 150 Millionen Euro Umsatz erst ab 450 Millionen. Doch betroffen sein könnten auch deutlich kleinere Firmen mit weniger Personal und Umsatz, befürchten Wirtschaftsverbände. Alle Zulieferanten von großen Firmen gehören letztendlich zu dem Konglomerat der großen Firmen. Das heißt, das Gesetz wird auch kleine Firmen treffen. Und zwar in Deutschland und in Europa, nicht nur außereuropäisch. Als nächstes muss das Gesetz noch mal durchs Europaparlament. Eine Zustimmung gilt aber als wahrscheinlich. In der Fußball-Champions League ist das Viertelfinale ausgelost worden. Bayern München trifft auf den FC Arsenal aus London. Borussia Dortmund bekommt es mit Atletico Madrid zu tun. Beide Bundesligisten müssen zuerst auswärts antreten. Ab ins Freibad. Für die meisten ist das wohl noch nicht so verlockend. Im Karlsruher Sonnenbad ist die Saison heute eröffnet worden. Mutig mussten die Gäste allerdings nicht sein. Das Wasser wird auf angenehme 27 Grad erwärmt. Da kommen die Außentemperaturen noch nicht heran. Schauen wir aufs Wetter. Atlantische Tiefausläufer sorgen für unbeständiges und teilweise windiges Wetter. Heute Nacht gibt's viele Wolken und vielerorts Schauer, vor allem in der Südwesthälfte, anfangs auch einzelne Gewitter. Einige Wolkenlücken finden sich bevorzugt im Osten, gegen morgen auch in Nordseenähe. Am Tag zunächst meist wolkenverhangen und immer wieder nass, auch einzelne Gewitter sind möglich. Im Nordwesten dagegen überwiegend trocken und von dort wird es später zunehmend freundlicher. Im Südwesten heute Nacht um 10 Grad, im höheren Bergland wieder nur niedrige einstellige Werte. An der See und den Alpen morgen unter 10, im Osten und Süden immerhin noch so um 15 Grad. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken, die später im Nordwesten und Westen Regen bringen. Die neue Woche beginnt zwar unbeständig, aber am Dienstag wird es langsam wieder freundlicher. Junge Dokumentarfilme über das Suchen und Finden. Ab 18. Die Filmreihe in Dreisat. Montag ab 22.25 Uhr und in der Mediathek. Thank you.
zum Größter her. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Gott zum Groß. Wo kommt ihr denn her? Aus einer anderen Welt, weit weg. Man kleine Kinder nicht übers Gebirg treibt und sie als Sklaven verkauft an die Schwaben. Hey, was weißt du denn schon? Aus dem Krieg. Vielleicht mehr als der lieb ist. Du bist die Magda, du die Katharina, du der Lorenz und du der Ignaz. Aha, grüß Gott. Grüß dich, Josefa. Lebt der Vater noch? In deiner Kammer liegt er. So. In meiner Kammer. Kaspar. Ich war krank. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich kann sie nicht ersparen. Ja, nicht. Kennst du mich noch? Ich bin's, der Kaspar, dein Sohn. Vater. Verzeih mir nie. Was denn, Vater? Dass ich die weggeschickt habe. Ein kleiner Bum. Und dann
habe sie sterben lassen. Aber ich lebe ja, Vater. Schau, ich lebe ja noch. Sie haben uns einen Totenschein geschickt damals. Du bist im Feuer umgekommen, haben sie uns gesagt. Sie haben nichts mehr gefunden von dir. Auf unserem Grab hat er deinen Namen schreiben lassen. Hätte ihn nicht wegschicken sollen. Hätte ihn nicht wegschicken dürfen. Das hat ihn aufgefressen, Tag und Nacht, dass er die zu den Schwaben geschickt hat. Gerade die. Kennst du das noch? Das Messer. Dein Messer. Ich hab's nie aus der Hand gegeben, weil es mich an daheim erinnert hat. Und an die. Im Dezember waren es 20 Jahre. Der Wetter wie heute. Ich hätte bloß wissen, wo der Erzählung bleibt. Der kommt schon. Brauchst keine Angst nicht haben. Der kennt den Weg. Das war's auch schwer, Kaspar. Bei dem Schnee. Na, komm gleich rein in die warme Stube. Warte mal. Hab was für dich. Ja, Futter. Das gehört jetzt dir. So was Schönes. Ja. Warum schenkst du mir so was Schönes? Na ja, so halt. Weil ich die gern hab. Ich hätte dich auch gern, Vater. Du musst es ja nicht daher zeigen. Erst einmal, gell? So ein Geschenk hat noch kein Kind von seinem Vater gekriegt. Im ganzen Tal nicht. Aber du hast eine Freude gehabt damit. Da habe ich meinen Namen reingeschnitzt. In der gleichen Nacht noch. Und am anderen Tag in unserem Schlitten. Ja, in den. Der verfluchte Schlitten. Er soll sie nicht aufregen, Kaspar. Lass mal, Josef. Mir zwar haben wir noch nicht drüber geredet. Gut, dass man nicht weiß, was alles kommt im Leben. Ich habe mich so gefreut auf die Waldarbeit damals. Ich war ganz stolz drauf, dass du mich mitgenommen hast. Ja! Aufpassen, Kaspar! Ich passe schon auf, Vater. Auf deine Schuhe, Mani! Auf die passe ich auf. Nimm schnell mal weg ins Holz! Da geht der bloß im Weg um! Und mir nicht! Arbeit wie ein Großer! Scheiß weg, verdammt! Alles runter, frisch auf! Ja, das ist nichts für kleine Kinder. Kein drin liegen. Du hast recht. Da liegt was.
Stickel von den Schlitten. Futter da! Mein Kerl, das kenn ich. Der ist von mir. Na. Unser Schlitten. Das ist Kerl von Kaspar Futter. Mein Kerl. Na. 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 Aber hier ist er im Schloss. Hier ist er zum Schloss gefahren. Agnes! Agnes! Mutter, sag doch was! Sag doch was! Mutter! Warum sagt die Mutter nichts? Warum sagt sie nichts? Warum sagt sie nichts? Gelobt sei Jesus Christus, Anton. Gelobt sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. Na, was soll denn jetzt werden mit dir und die Kinder? Ich weiß nicht, was jetzt wird. Vielleicht wird alles nichts. So darf man nicht reden, Anton. Du hast immer noch deinen Herrgott, der schaut schon auf dich. Das glaube ich nicht. Du versündigst dich an deinem Herrgott. Er versündigt sich an mir. Freilich ist es schlimm, wenn einem Mann die Frau stirbt. Aber das Leben muss ja trotzdem weitergehen. Von mir aus geht's hin, wo es will. Das Leben. Sowas will ich nicht von dir hören. Ich bin da, weil ich dir helfen will. Dir und deine Kinder. Sie wollen uns helfen? Ja. Gerade vorhin habe ich mit dem Kooperator geredet über dich. Du weißt, der führt unsere Kinder immer ins Schwabenland. Meine Kinder nicht! Jetzt lass doch erst einmal mit dir reden. Wie willst du denn weiterwirtschaften so ganz alleine? Irgendwie wird's schon gehen. Irgendwie ist es immer noch. Ja. Von dem Geld, das deine Agnes verdient hat, mit ihrer Näharbeit fürs Schloss. Dann nähert ich. Gerettet zu einem Unsinn. Du bist der Einzige im ganzen Tal, der keines seiner Kinder
ins Schwabenland schickt. Es wird auch so bleiben. Gut. Wenn du dir das leisten kannst, dass du auf 40 Mark verzichtest. 40 Mark bares Geld für ein halbes Jahr Viehhüten und ein bisschen Stahlarbeit. Mehr ist ja nicht. Alle machen es doch, die Notleiden. Wir sind noch nicht verhungert. Du bist ein eigensinniger Tropf. Soll ich meine Kinder nicht zu fremden Leuten schicken, damit sie denen einen Dienstsport machen? Na! Es ist doch nicht für ewig. Einen Sommer lang oder zwei, dass du wieder auf die Füße kommst. Bis jetzt stehe ich noch, Herr Pfarrer. Benutze ich das Kessel. Josef, ich hab die Hände nicht dafür. Grüß dich, Vater. Hast du ja was Neues gelernt in der Schule? Mhm, wir lernen jeden Tag was Neues. Ich den auch gerne noch was lernen. Dein Messer, Vater. So eins hat keiner. Schön, dass dich freut. Im Lesen bin ich der Beste. Ist es recht. Wohin gehst du? Ins Schloss muss ich. Das war ein schwerer Gang für mich. Ich hab mich so geniert. Vor die Leute. Mit der Weibertaschen. Gott. Ja, was ist mit der Frau? Warum kommt sie nicht selbst? Frau ist gestorben. Vor zwei Wochen. In einer Lawine. Auf dem Weg daher. Ah, ja. Davon hat man gehört. Schrecklich. Ich hab das ganz vergessen. Jetzt ziehe ich mich um, muss er wissen. Fort aus diesem Tal. Diese Berge drücken einem völlig die Luft ab. Ja, ist denn die Frau noch fertig geworden mit den Kleidchen?
Ja, schon. Ihr habt es nur vergessen gehabt. Sonst hätte ich schon viel früher, hätte ich ihn geschickt. Wenn er kurz warten will, ja? Die Anprobe wird nicht lange dauern, aber ohne Anprobe, naja, das weiß er ja selber, wie Kinder sind. Er hatte sicher selber welche. Das Geld kriegt er dann gleich. Gnädige ist außer sich. Bitte, kommen Sie. Ja, bitte schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich das an. Das ist eine Katastrophe. Eine vollkommene Katastrophe. Der schöne Stoff. Ganz ruiniert. Tut mir leid. Wie kann so etwas passieren? Wie? Um Himmels Willen kann so etwas passieren. Die Frau ist nicht fertig geworden. Hab's halt eh probiert. Was hat er probiert? Ich hab's fertig genäht. Ich bitte schon um Verzeihung. Ich bin eingegangen. Ins Schwabenland. Und? Hat's mal was geschaut? Gelernt habe ich was da draußen. Und so dessen habe ich mich erkennen. Ganz anders wie daheim. Schaut euch einmal so ein Schloss an von innen. Und Leute. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir so stinken, wir Bauern. Haben schon recht, die Herrschaften. Dass wir uns runterschauen. 30 Mark. Bares Geld, verstehst du? Bist ja blöd, Anton, wenn du den Kasper nicht mitschickst. Was bin ich schuldig? Dein Taschen. Warum sagst du nichts? Du willst nichts mit mir. Bei dir bleiben, Vater. Ich möchte nicht weg. Geh, wer sagt denn das? Wer sagt denn sowas? Wir sind einmal arm und bleiben arm. Hungerleider sind wir. Wir haben das Vieh in unserem Stall. Du gehst in Schwabenland! Sag, dass du gehst! Du gehst in Schwabenland! Ja? Du gehst! Hast du gehört? Du gehst in Schwabenland! Das war das erste Mal, dass du mich geschlagen hast. Es ist mir selber so hart gewesen. Furchtbar. Ich hab's dir leichter machen wollen.
weggehe. Hat dir nichts geholfen? Ich hab's nicht verstanden damals, dass du mich schlagen musst. Dass du mir's nicht anders sagen kannst. Ich hab geglaubt, du magst mich nicht mehr. Der Vater mag mich nicht mehr. Auf einmal mag er mich nicht mehr. Dann ist es sowieso besser, ich gehe. Ganz gleich wohin. Ich hab mich gefühlt wie einer, der nie mehr heimkommen wird. Und der überall hinschreiben muss, mir hat's einmal gegeben, da auf dem Hof. Alles wollte ich mir merken und nichts vergessen. Von dem, was einmal mal daheim war. Damit ich mich daran erinnern kann, wenn es mir einmal schlecht geht. Und wenn ich's brauche. Vierte. Was ist das für ein Herrgott, der mich zwingt, dass ich immer wieder Kinder in die Welt setzen muss? Ich kann sie ja nicht einmal durchfüttern. Da nimmst du mit. Ach, was ist das für ein Herrgott, der mich anschaut, wie wir unsere eigenen Kinder fortschicken müssen? Kritisier mich du nicht den Herrgott. Dazu hast du kein Recht. Maul mich, Lukas. Nach Delser Notburger. Kaspar! Katharina! Kaspar! Walter Gottfried!
Kaspar, wart! Platzer Christine, Stecher Alois, Reiter Kasper, Kings und wieder, Stecher Josef und die Nockler Elisabeth. Geil. So, Kinder. Kind Lieserle. Du musst jetzt gehen, Liesl. Schaut euch noch mal um. Das setzt jetzt lang nicht mehr. Länger als ein halbes Jahr nicht mehr. Jetzt haben wir März und es hat noch Schnee. Wenn es wieder heimkommt, im Oktober hat es wieder Schnee. Aber ihr seid fein angezogen und seid zeckelfett und habt schon Speck auf die Rippen. Und ihr seid älter und gescheiter. Das ist doch was. Hm? Der Himmelvater lasst uns nicht im Stich, gelobt zu Jesus Christus. So, gehen wir. Gehen wir. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir riechen Schnee. Herr Gott, hat mir das weh getan, damals, dass du so gegangen bist. Hab ich nie vergessen. Deine Hand ausgestreckt hättest. Ich hätte sie genommen. Eine große Schuld, aber immer aufgeladen. Ja, Vater. Ich nicht minder. Oh, das ist die Magdalena, gell? Wo ist denn der Kreuzerl? So, die Magdala, die geht am Schluss und schaut, dass keiner hinter ihr bleibt. Hm? Die großen Buben, die gehen voraus und spuren, die kleinen hinterher. Also. Warst du schon einmal im Schwabenland? Freilich. Wie ist es dort? Wie überall. Was ist? Gerne weiter. Das darf ich nicht. Ich muss bisschen. Na, warte ich halt so lang. Du musst aber wegschauen.
weil man bei dir schon was sieht. Ich kann mich büßen, wenn du herschaukst. Was ist, Magdalan? Nix, wir kommen schon. Geschwind schick dir die Worte auf uns. Du musst dir deine Schuhe zubinden. Du kannst nicht, gell? Freilich kann ich. Aber gell, du hast doch noch nie in deinem Leben eine Schleife gebunden. Daheim nicht. Aber Sprüch machen. Das nächste Mal sagst du deiner Mutter, sie soll dir das lernen, bevor sie dich wegschickt. Ich hab keine Mutter mehr. Die ist beim Himmelvater. Das wäre das wär mit dem Schwaben, wenn du da mal Schuhe binden kannst. Jetzt schick die. Wie ist sie denn gestorben, deine Mutter? In einer Lawine. Und? Ist sie gut gewesen zu dir? Wie der Vater, früher. Meine war noch nie gut zu mir. Wenn sie noch leben hätte, dann bräuchte ich jetzt nicht den Schwabenland. Das ist bei mir anders. Meine ist schuld, dass sie gehen muss. Schau. Herr Kooperator! Herr Kooperator! Ja, was ist denn schon wieder, Magdalena? Ich muss bieseln, ganz notwendig. Ach so, muss noch wer? Jetzt höchste Zeit. Bumm, ihr geht's dahin und die Mädchen gehen in den Wald, da hinüber. Aber braucht's nicht so lang. Wir müssen weg von da. Schnell, schnell. Moritz, die Burger, alle da. Gottfried, Luis, ja. Alles. Josef, Magdalena, Pfeffer, Pfeffer. Da, Magdalena, Kaspar, sind alle da. Alle da. Lisa fällt noch. Wer? Lisa. Lisa, wo ist es, Lisa? Wo ist es, Lisa? Lisa! Lisa! Ja, los! Herrschaft, suchen, alle suchen! Lisa! Lisa! Lisa, das geht doch nicht. Lisa, du musst dich doch melden, du musst doch was sagen. Mama, zu Mama, was? Bitte. Was? Zu Mama, bitte. Zu Mama, die haben wir jetzt. Lisa, komm, wir müssen weg da. Schnell, los. Halt die fest. Halt die. Komm hoch. So, so. Komm her. Alles gut. Alles gut. So. Oh Jesus. Warum passt du nicht auf? Ha? Warum schaust du nicht, wo du hintrittst, so blöde Kuderblöde? Ha? Schau dir mal an, wie du ausschaust. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ha? Was mache ich denn jetzt mit der Rolle? Ich muss doch aufpassen, dass da nichts passiert. Versteht ihr denn das nicht? Ich bin doch. Ich muss doch dafür gerade stehen, dass euch nichts passiert. Ich hab's doch versprochen. Ich hab's doch eure Leute versprochen. Pfeffer, komm her. Komm her. Ist nichts passiert. Nichts passiert. Ihr könnt sie nichts dafür, wenn sie euch wegschicken. Du musst jetzt ausziehen, Pfeffer, damit man nicht krank wirst.
Worauf wart's denn noch? Mit dem nassen Zeug holst du noch den Tod. Ich kann mir doch einfach vor die Buben. Was vor die Buben? Ja, freilich nicht vor die Buben! Buben! Verschwind's! Du hast auch einen Schlafplatz! Heute kommen wir. Heute kommen wir eh nicht mehr raus. Hilft dir nichts. In die Hand. Wo ist denn die Hand schon? Die habe ich verloren. Ja, dann nimm meine in Gott noch. Du gehst zum ersten Mal. Du hast da hinten die Hose gesteckt. Ja. Ja, Lisa. Ja, das muss wehtun, das muss wehtun. Dann wird's besser. Ja, liebe Gott, lass dich nicht im Stich. Glaub mir, ich kann ja nicht. Seid ihr seine Kinder? Der muss euch ja lieb haben. Ganz allein bin ich mir vorkommen. Da draußen in der Kälte. Und ganz Gott verlassen. An die Mutter habe ich gedacht. Und an die Josefa. Ich wollte an die denken. Aber ich habe nicht mehr gewusst, wie du ausschaust. Ja, Vater, ich habe mich auf einmal nicht mehr an dein Gesicht erinnert. Lass uns schlafen, Kasper. Es tut ihm gut. Komm in die Stuben und iss ein bisschen was mit. Alles. Aufstehen, Josef, auch du. Lenz, los, aufstehen. Rührt euch, Kinder, rührt euch. Rührt euch, rühren, dass euch warm wird. Pfeffer, wie geht's? Rühren. Und esst so ein bisschen was, dass ihr Kraft habt. Kinder, Magdalena. Auch du. Kasper, los. Du auch. Pfeffer. Aufstehen. Los. Aufstehen, habe ich gesagt. Kasper. Der Herrschafts. Kasper! Was ist schon mit dem Kasper? Kasper. Kasper. Mach auf. Boah, du darfst mich nicht erfrieren. Boah, Kasper. Mach auf. Kasper. Mach auf. Mach auf. Entschuldigung! Mach auf. Ich schlag dich ja nicht. Herr Kooperator, du schlagst mir, hör auf damit! Ich schlag ihn doch nicht, ich will ja bloß, dass er lebt. Ich will ja bloß, dass er konstruiert.
Er lebt ja schon, Herr Kooperator, er lebt ja schon lang. So, jetzt doch. Wo ist die Hunde? Ist schon gut. Alles ist gut. Ich muss mir die Sachen hinlegen, gell? Ich kann dir nicht helfen mit den Jungs. Einige flogen bis ja, der Tolkete. Also los, zieht die Hunde. Ich hab so einen Hunger. Ja. Bitte, Herr Kooperator, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Hey Gott, dann mach mal Rast. Aber kurz. Ach, der Druck ist so. Ich halte es nicht mehr aus. Lieber geh barfuß. Ich mag gerade, ich geh auf Nägel. Schande, die euch wegschicken. Das ist ja viel zu klein, der Schuh. Die kann ich ja nicht mehr anziehen. Na, das Einzige wäre aufschneiden, aber ich hab nichts dabei. Ich hab ein Messer. Ja, schau, der Kasper hat ein Messer. Wo ist denn das her? Von meinem Foto. Das ist aber ein schönes Messer. Müsst ihr selber machen. Aber pass auf, dass du nicht ganz hinmachst. Dankeschön, Kaspar. War ja nicht schwer. So, Kinder, kommt's. Weiter geht's. Viel ist es eh nicht, was wir haben. Viel war's nie. Zum Leben hat's allweil gelangt. Zum Leben ja, aber was fern's. Wo ist dein Mann? Der arbeitet bei der Eisenbahn. Draußen am Arlberg. Dann machst du das alles ganz allein. Ich lasse dir ein bisschen Geld da. Kannst du in seinem Bett schlafen, wenn du willst. Ich habe oft an dich gedacht, Josefa. Wie es dir geht. Jetzt weißt du es. Und der kleine Bruder, der Ambros? Der lebt im Dorf, ist auch verheiratet. Warum hast du nie was hören lassen von dir? Ich wollte schreiben. Oft schon. Ich hab's einfach nicht fertig gebracht. Es wäre viel leichter gewesen. Gerade für den Vater. Wir holen einen Doktor. Den besten, den es gibt. Ich glaube, der beste Doktor für ihn bist du. Lass da bleiben.
Ist gut. Ah, meine Tiroler sind da. Geht's gut und Segen. Auf ins Haus. Seid spät dran, heuer. Na, kommt's rauf. Und führst das kleine Stuben rein, Kathi. Sie ist eingekratzt. Kommt's noch. Geht's noch weiter rein? Schlafen geht's wieder im Hai, Herr Kooperator, wie jedes Jahr. Wir sind mit allem zufrieden, das weißt du. Schatzkinder, da hab's eine frische Suppe. Trink gleich noch mal was. So. Zeig's mal eure Füße her. Ich muss schauen, wie wir verbinden müssen. Pfeffer. Und, bist du wieder trocken? Ich soll du auch erzählen. Was hast denn du für? Lisa, du hast doch gar keine Unterhosen. Wo hast du deine Unterhosen, ha? Kind, das geht doch nicht. Sie kann von mir eine haben. Von dir? Ich hab noch eine übrig. Passt. Jetzt hör mal auf! Ich kann nicht. Mir friert so. Ja, mir mein Fieber. Aber warum hast du denn im Dorf nichts gesagt? Jetzt können wir nicht mehr zurück, das ist unmöglich. Mit den Zehnklappern reißt jetzt zusammen, nimm die Decken. Was anderes habe ich jetzt nicht. Jetzt. Kinder, kommt, wir müssen weiter. Wir müssen auf den Pass. Ja, Mann.
Pfeffer! Der hört mir ja kaum noch. Fieber hat's. Fieber, und wir? Musst du jetzt sterben? Gerät doch nicht so ein Blödsinn. Wegen dem stirbt man doch nicht. Also ein saudummes dahergerät. Was tue ich denn jetzt mit dir, Kind? Was tue ich denn jetzt? Was tue ich, was mache ich? Ziehen. Wir müssen sie ziehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Los. Los. Pfeffer. Hörst du mich? Von mir aus darfst du wieder mit den Zehnkleibern aber sagen, ob du mich hörst. Los. Jetzt mal zu. Es ist nicht mehr weit zum Hospiz. Es kann nicht mehr weit sein. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Ich glaube, wir sind falsch, Herr Kooperator. Ich kenne den Weg, da soll er schon längst eine Kapelle gekommen sein. Ich glaube, wir müssen uns mehr links halten. Ich gehe mal voraus. Herr, erbarme dich. Christus. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich uns. Christus, erbarme dich uns. 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 Christus, erbarme dich uns. Christus, erbarme dich uns. Hallo!
Der Josef, wenn nicht gewesen wäre, ich glaube, wir wären alle erfroren. Und die Pfeffer? Den halben Berg haben sie die Pfeffer hochgeschleppt. Der Alois und der Lukas. Alles. Lass das schmecken. Ich will auch nichts wegessen. Du isch uns nichts weg. Und dann? Was war dann? Hat man das nicht erzählt im Dorf? Bin nicht mehr ins Dorf gekommen. Lang nicht. War alles umsonst mit der Pfeffer. Lungenentzündung hat sie gehabt, die Arme. Und die hat sie nicht überlebt. Ich kann mich bloß noch an die Betten erinnern. Warm waren die und sauber. Am liebsten wären wir gar nicht mehr weg. Aber es hat nicht gegangen. Bleib stehen. Das kann man ja nicht mehr mit anschauen. Du darfst noch bis Ravensburg rumlaufen, wenn ich nicht war. So, fertig. Magdalena? Was ist denn noch? Manchmal kann ich zusammenbleiben. Bestimmt nicht. Warum nicht? Ich gehe zu keinem Bauer mehr. Die kenne ich schon, die Drecksau. Ich schau lieber, dass ich zu einer Herrschaft komme, in der Stadt drin. Dort möchte ich auch hin. Du nicht. Du musst zu einem Bauern, als Hüterbub. Na, geh halt mit. Das Meer, der Bodensee ist es. Ich kann aber nicht schwimmen. Dann lernst du es oder du saust. So Blödsinn, wir kommen ja gar nicht ins Wasser. Der hinten oben einen Strich drauf hat, ja nicht mitgehen. Das sind die Saubauern. Die werden heimlich angestrichen. Was sind Saubauern? Das sind die Bauern, die nur schimpfen und schlagen. Ich hab's angehabt. Nie wieder. Er lauf weg. Und was ist, wenn man zu so einem Saubauern kommt und man es nicht weiß? Dann hast du Pech gehabt. Das ist so einer. So, wer ist jetzt der Stärkere von euch zwei? Ich? Nein, ich. Ja, dann lass uns mal sehen. Aber Strecke. Und der, der es am längsten schafft, den nehme ich. Schlafst du, Kasper? Nein. Warum machst du dann die Augen zu? Weil ich etwas schön sehen will. Ja. So ein kleines Wesen. Und auch schon auf dem Kindermarkt. Wie heißt du denn, Mädle? Sag einmal. Liesel heißt sie. So, Liesel. Und? Hast du schon einen Platz, kleines Lieserl? Nein, nein, die ist noch zu haben. Was soll sie denn arbeiten? Mein Gott. So ein kleines Mädel. Eigentlich gar nichts. Ein bisschen Gesellschaft leisten, das ist alles.
Und? Magst du mitkommen mit mir? Ich tue lieber bei dir bleiben. Du wirst es schon gut haben bei mir, Lisa. So gut, wie wenn du mein eigenes wärst. Katholisch sind sie. Nein. Zu lutherische darf man sie nicht. Aber zu saugroben Katholiken schon, oder was? Hier 50 Mark. Das ist bestimmt mehr als genug. Geiz Gott. Und neu eingekleidet wird sie natürlich auch. Geiz Gott, die Mutter kann es sicher brauchen. Was ist dann dieser? Dann sehen wir uns zu Martini wieder. Am selben Platz. Bitte Gott. Bitte. Als erstes gehen wir mal was essen, wir zwei. Und du darfst dir aussuchen, was du willst. So, Boden, das langt. Das langt, hab ich gesagt. Wenn's langt, bestimm ich und nicht du. Ich zahl gut und da will ich auch was haben von meinem Geld. Was sollen die Kosten da? Wie lange? Die Magdalena. 90 Mark in der Sonntags- und der Werktagsquant. Wie üblich, aber die geht an den Haushalt. Brauchst du sie für einen Haushalt? Ja, ja. Freilich. Ich mag aber nicht. Ich geh zu keinem Bauern. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Also. Der, wo verliert den Emi? Der ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber billiger. Was ist denn für den? 60 Mark. Oh. Nein, das ist gut. Dann sitz mal. Du musst mir weg, was auf meinen Rucksack kaufen. Was kostet der? Entschuldigung. Ja. Sie können nicht vielleicht ein Dienstmädchen brauchen? Wo kommst du her? Aus Tirol. Aus Tirol? Kannst du richtig arbeiten? Ja, ich kann hart arbeiten. Dann zeig mir deine Hände. Stell dir vor, die Herrschaften wohnen leider in der Nähe. Da vorne ist unser Geschäft. Im Scheufach zu finden, das größte Haus in der ganzen Straße. Ich geh gleich mit. Sag schon deinem Kumpater, er soll noch später zur Frau. Hiebele, Handelshaus Hiebele, Gerbergasse 3. Da soll er hinkommen. Sag schon das, gell? Für dich, Kaspar. Ich wünsche dir viel Glück. Na, Bierble, wo willst du jetzt tun? Ich bin ein Kumpater. Bist du ein Tiroler, hä? Ja. Einen wie die könnte ich gerade brauchen. Ich suche eine Hütte, Bierble. Bist du verkauft? Ja. Laufen musst halt viel. Meinst du, kannst es? Dann lernst du es bei mir. Willst du? Ich fresse dich nicht, keine Angst. Mein Tiroler habe ich noch nie gefressen. Da ist mir zu wenig dran. Weißt du, wo die Magdalena ist? Handelshaus Hiebele, Gerbergasse 3. Wo ist das? Unten. Halt. Zuerst einmal kommt der Steuhauser dran. Ich nehme das Bürble da. 35 Mark zahle ich dafür. Den Kaspar, 35 Mark. Was willst du überhaupt? Entweder gleich oder gar nicht.
das ist der Kasper, unser neues Tiroler Büchle. Ein bisschen scheu ist er noch, aber das wird schon. Er ist halt zum ersten Mal bei uns im Schwabenland. Hast du nichts Besseres gefunden? Da hast du wohl schon recht. Ja. Da hockst du jetzt, ne? Da ist dein Platz. Iss und trink, so viel du magst. Dass er dann wieder ins Bett brunst, wie der Letzte. Der brunst nicht ins Bett. Das ist ein gescheites Bierble, gell, Kasper? Ja, Herrschaft, noch mal. Wo bin ich denn da noch angekommen? Stinke tut er wie ein ganzer Ziegestall. An dem wirst du Freude haben, Kilian. Kannst du gleich sagen. Na, sag's gleich. Und wenn du mich anlegst, dann sitzt was. Zuschlagen tu ich da herin und sonst keiner. Als Maul, du Depp. Ziehst du nicht aus? Ja, du bist, wie du willst. Eins kannst du gleich merken, Kasper. Ein Tiroler geht bei uns immer barfuß. Das ist so der Brauch. Gell, Gernot? Ist der Brauch? Du stellst da auf. In zwei Stunden. Komm ich wieder. Da müssen alle Kühe sauber putzt sein. Hast du mich verstanden? Sauberst! Schade. Aber sauber sind die noch nicht. Machst du es halt noch mal. Wann lassen wir denn heute die Krähen aus? Erst wenn die blitzsauer sind.
Die sind's noch nicht. Clemens, ich mein, sie ist lang genug. Er muss es lernen. Deswegen ist er da bei uns. Dass er lernt, wer der Herr ist und wer der Knecht. Wer A schafft und wer folgen muss. Aber du hast ja schon was gelernt. Na, komm her, Büble. Komm her, beiß dich nicht. Guck, du musst halt die Arbeit machen, die der A schafft. So hat's der Herrgott eingerichtet und so gehört sie das. Damit da Ordnung ist auf der Welt. Jetzt gehst du über in den Stub und isch noch ein bisschen was. Grüß dich. Da, stell sie da drauf. Das will ich sehen. Seid froh, dass ich nicht hin bin! Sie können es nicht mehr durchkommen, die verlaubt das Sau hinter dir! Sie ist wieder das Saal, ha? Wie denn? Du hast mir den Wagen ruiniert und der ganze Taubenstall! Ich bin doch nicht schuld! Sag nicht, dass du nicht schuld bist! Sag mal ja nicht, dass du nicht schuld bist! Kannst du mir den Schaden ersetzen oder nicht? Das will ich wissen! Kannst du ihn ersetzen oder nicht? Mit was denn? Also nicht! Natürlich nicht! Dann muss ich dich bestrafen! Verstehst? Verstehst, dass ich dich bestrafen muss? Du kannst es dir aussuchen. Entweder 10 Schläge mit dem Stock oder eine Nacht an der Hundekette. Such das aus! Also sich das tat, der Saubauer. Für die. Heute dreimal die Kühn aus. Der Gernot hilft da. Der soll dir zeigen, wo sie grasen dürfen und wo nicht. Also, dann auf nicht. Dann über auch nicht. Und an der Straße ist auch Schluss. Da ist die Wiese vom Nachbar. Da auch nicht, sonst haben wir wieder Krieg mit dem Sauhund. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bist du blöd oder was ist? Du kannst mir es nicht richtig sagen. Ihr seid alle blöd, ihr Tiroler. Komm mit,
Da ist eine Grenz. Da ist eine Grenz. Und da ist der Nachbar. So, jetzt weiß ich es. Ich gehe jetzt heim. Hey, nicht da her. Ritterbursch ist dazu da, dass er auf die Kühe aufpasst. Für sonst nix. Dafür zahle ich ihm 35 Mark. Das ist ein Haufen Geld. Ich kaufe ihm Hemd und Hose und füttern durch. Füttern armer Hunger leider groß. Kostet auch Geld. Wenn aber der Ritterbursch seine Arbeit nicht macht, dann habe ich das Geld zum Fenster ausgeworfen. Und das will ich nicht. Also musst du dir dein Geld anders verdienen. Ich schau da drin. Depp! Kümmere dich nicht um den Trottel. Geh da runter zum Brunnen und wasch dich ab. Und du, du schiebst mir den Mist raus und schlägst mich keiner! Wie ist jetzt das? Ich sollte mal aufhören damit. Geh, schlaf jetzt. Ist gescheiter. Um 4 ist eh schon wieder vorbei. Ich möchte bloß wissen, was du alleweil mit deinem Kopfkissen machst. Jeden Tag in der Früh ist patschnass. Das wird er gar nicht mehr tragen. Was wird er denn schon machen? Weinen tut er halt die ganze Nacht. Bei uns braucht keins Weine. Wir verlangen nichts, was nicht recht ist. Und Essen kriegst du auch genug, oder nicht? Bestimmt mehr wie daheim bei deinen Hungerleider. Sonst hättest du nicht fort müssen. Thank you.
Wieder heim? Mir friert so in die Füße. Aha. Jetzt sag gleich, dass du noch nicht ordentlich die Schürze zubinden kannst. Ja, du kannst das Lesen wahrscheinlich auch nicht, oder? Lesen kann ich. Ja. Na, lese mal, was da draufsteht. Erna stellt zu Irlach, Postweithofen, Niederbayern. Stimmt ja nicht. Freilich, Erna Stelzer steht da. Ja, das ist ja leicht. Aber einen ganzen Brief lesen, das ist schon schwieriger. Das wirst du nicht kennen, oder? Liebster Killi. Was? Steht da. Ja, die Erna hat dem Killi zu mir gesagt. Ja, lies weiter. Ich kenne mich nimmer aus. Weil ich nichts mehr höre von dir. Bist du noch bei den Saubauern? Der Teufel sollen holen. Schaut ist, weil's so weit weg bist. Bist soll es heißen. Ja, lass weiter. Es druckt und kisst dich. Deine Erna. Puss. Ich vermisse dich sehr. Und? Das alles? Mehr steht auch noch drauf. Ja gut. Dann soll ich dir jetzt die Schürze binden. Komm. Himmel, Hagotako, Moi! Wer von euch hat einen Streitum? Die war die ganze Nacht drauf. Wer war das? Wer das war, will ich wissen? Ich hab's zugemacht. Du Simpeltag, sagst du gar nichts, du. Ich hab's halt gesehen, dass das zugeregelt hat. Wo ist denn der Albrecht? Komm. Albrecht! Albrecht! Der Kischer, der Sauhund, der Gott verflucht, der Mischkerl. Jetzt weiß ich auch, warum ihr Käble fehlt im Stall. Das hat er mitgenommen, der Hüb, der Schlechte. Du spannst mal sofort raus ein. Den kaufen wir, den Kerle. Dem schlag ich's Kreuz ein. Du kommst mit. Und der Tod auch. Es geht von Rockhaus. Wird er wie eine Sau. Hey. Runter vom Wagen und dem Zickzack durch den Wald. Du gehst da und du da. Und genau gucken. Lauft's, Bube, lauft's. Und da in den Wald. 100 Meter, 200. Und macht Auge auf. Ich kann sie überall verstecken, der Lupe runter. Aufsetzen, los! Hier, hier! Here!
Der muss doch zu finden sein, der Saukerl. 10 Mark, wenn er gefunden wird. Los, suche! In jede Gasse wird geguckt. 10 Mark zahle ich. Was machst du da? Ich bin mit meinem Bauch da. Soll ich dir was zeigen? Kannst du es jetzt? Wie ist er denn, der Bauer? Nicht gut, gell? Sind wir das Gleiche mit den Bauern? Da. Schau. Das hat mir der gnädige Herr geschenkt. Schon was anderes mit seiner Herrschaft. Ich muss jetzt aber gehen. Magdalena. Ich habe keine Zeit mehr, Kaspar. Hast du sie gern gehabt? Magdalena. Sie war so sauber. Schön war sie. Und ich habe sie beneidet. Wenn ich geerntet, was uns noch bevorsteht. Da soll ich ja nicht da den Doktor holen. Ein Doktor? Kein Pfarrer. Ich möchte nur sein mit dir. Ich kann dich doch nicht einfach so liegen lassen. Das will mir immer davonlaufen. Das Leben. Lang schon. Aber es hat noch gewartet. Auf dich. Fremd bist. Wie ein Haus der Stadt. Viel weiter weg. Weiter denke ich nicht. Über das Meer musst du denken. Über den Ozean. Na. Albrecht haben wir nicht gefunden in der Stadt. Schau jetzt so blöd und mach deine Arbeit. Dem sein Bett rühr ich heute nicht an. Ich nicht. Darf ich fragen, warum du sein Bett nicht machst? Weil das eine Sauerei ist. Alles tropfnass. Jetzt sag bloß, der hat ins Bett gebranzt. Wie der andere Tiroler auch. Alle pinkeln sie irgendwann ins Bett. Die kennen ja gar nichts anders. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Der schaut schon so aus wie ein Bettbranzer. Kaspar. Kaspar. Was machst du mir denn für eine Schand, ha? Wo ich mir so viel Mühe gebe mit dir. Wer soll denn jetzt dein Bett abziehen? Guck, man kann dir ja gar nicht mehr einlassen. Ist ja gleich wieder alles voll. Ach Gott, da hast du mal ein großes Kreuz auferlegt mit dem Bürbler, Herr Jesus. Gewiss war. Am besten wird Zeit übernachtest gleich draußen, im Häusle. Ja, das wird das Beste sein. Ja, kennst du den Buben noch nicht? Die hat keiner gefragt. Das ist ja nicht für ewig. Bloß so lang, bis er weiß, dass sie das nicht gehört. Das Bett brunzen. Das merkt er sich dann schon. Das merkt er sich bestimmt. Ist ja ein gescheites Bürbler, oder?
Jörg. Der geht wieder mit. Und die Kerze auch. Damit es nicht so dunkel hast da draußen. Du musst aber gut verstecken, dass der Steinhäuser ja nicht sieht. Jetzt kannst du es ja bald besser wie ich. Nicht gern. Wirklich nicht. Aber ich muss es tun. Es muss auch Ordnung sein auf der Welt. Sonst geht alles zugrund. Hey. Torgestein. Du musst keine Angst haben. Da kommt keiner rein. Aber hinaus natürlich auch nicht.
Viel Unglück. Und ich bin schuld. Das war nicht deine Schuld, Vater. Kaspar. Ich lieg dich nicht mehr. Wir haben es uns nicht aussuchen können, unser Leben. Es hat uns keiner gefragt, was wir wollen oder nicht. Es ist nicht leicht, alles richtig machen und nichts falsch. Ich hab so wenig. So wenig dazu gelernt. So wenig. Erzähl mir was Schönes, Kaspar. Gleich, Vater, gleich. Das Schönste kommt noch. Dann lass ich dich schlafen. Wie hast du dir das vorgestellt, ha? Was soll ich jetzt anfangen mit dir? Du kannst nicht einfach da bleiben, hast du gehört? Das geht nicht. Ich möchte aber bei dir bleiben. Bei mir? Bei mir kannst du nicht bleiben. Warum nicht? Weil es nicht geht. Weil ich selber weg muss, deshalb. Weil was passiert ist. Was denn? Was ist denn passiert? Ich krieg ein Kind. Vom gnädigen Herrn. Ich kann es selber nicht mehr haben, verstehst du? Ich trau mich einfach nicht mehr. Ja, nicht. Ja, du! Bleib mal halt zusammen. Magdalena, bleib mal halt zusammen. Hast du überhaupt einen Boss dabei? Stell ich mir gleich. So weit, dass mich keiner kennt und keiner findet. Da möchte ich auch hin. Der gnädige Zahlsmann, hat er gesagt. Muss halt wie die auch zahlen, in Gottes Namen. Das ist sie. Meine Magdalena. Das da ist der Michigansee. Und das ist die Stadt Chicago. Da leben wir jetzt. Ist sie dir eine gute Frau? Er hätte keine bessere finden können. Gott sei Dank. Josefa! Josefa! Du.
Jetzt hat das gut. Dank aufrüttelnder Artikel in der amerikanischen Presse, verfasst von einem Caspar Ryder 1908, wurden die Kindermärkte allmählich abgeschafft und mit Beginn des Ersten Weltkrieges ganz eingestellt. Die letzten Schwabenkinder aber mussten sich noch bis etwa 1940 verdingen. Ihnen ist dieser Film gewidmet. Sehr geehrter Herr Kästner, Ihr Buch Evelyn und die Detektive ist das schönste Buch, das ich je gelesen habe. Das ist pazifistischer Dreck! Was ist denn pazifistisch? Ich glaube nicht, Judas. Die Geschichte einer Freundschaft in der Nazizeit. Kästner und der kleine Dienstag am nächsten Freitag um 20.15 Uhr. Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Seit knapp 25 Jahren herrscht Wladimir Putin in Russland. Jetzt lässt er seine Amtszeit wieder verlängern. Wahl ohne Wahl. Bis Sonntag dauern die sogenannten Präsidentenwahlen. Aber eine riesige Mehrheit für Putin steht bereits fest. Wozu die ganze Inszenierung? Dazu ein Schaltgespräch mit dem Russland-Experten Rüdiger von Fritsch. Schadhaft. Die Zustände in Österreichs Gefängnissen sind so schlecht, dass sie die Resozialisierung der Häftlinge gefährden, kritisiert der Rechnungshof. TikTok-Taktik. Die beliebte chinesische Social-Media-Plattform TikTok könnte in den USA bald verboten werden. Man sollte mit Moskau im Gespräch bleiben und Putin nicht demütigen, hat der französische Präsident nach dem russischen Überfall auf die Ukraine noch lange gesagt. Aber in letzter Zeit hat Emmanuel Macron rhetorisch kräftig aufgerüstet. Westliche Bodentruppen in der Ukraine wollte er auch in einem großen Interview gestern Abend nicht ausschließen. Ganz anders sieht das bekanntlich der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der keine deutschen Marschflugkörper schicken will. Und schon gar keine Soldaten. Aber bei einem Treffen mit dem polnischen Premier Tusk haben Macron und Scholz heute Einigkeit demonstriert. Und auch beim Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Wien waren die Ukraine und Russland ein wesentliches Thema, wie Claudia Lind berichtet. Ein tödlicher russischer Angriff auf ein Wohnhaus in Odessa. Die Ukraine ist in einer schwierigen Lage. Die europäische Diplomatie bemüht sich um Unterstützung. Am Abend, bevor Emmanuel Macron nach Berlin zum deutschen Kanzler Olaf Scholz reist, gibt der französische Präsident noch einmal vor. Wir haben ein Ziel. Russland kann und darf diesen Krieg nicht gewinnen.
Darin ist sich das Weimarer Dreieck einig, nicht aber über die Mittel. Macron hat seine Position geändert, schließt nichts mehr aus. Wenn Russland diesen Krieg gewinne, dann sei die Glaubwürdigkeit Europas bei Null, argumentiert Macron. Doch auch europäische Uneinigkeiten werden in Moskau genau registriert. Ich freue mich, dass wir heute erstmals gemeinsam in dieser Konstellation mit dir, lieber Donald Tusk, im Weimarer Dreieck zusammenkommen. Frankreich, Deutschland, Polen, das Weimarer Dreieck im Herzen Europas ist ein ganz wichtiges Zeichen unserer Geschlossenheit. Die deutsch-französische Achse ist intakt, so die Botschaft. Der gemeinsame Nenner ist mehr Waffen beschaffen auf dem gesamten Weltmarkt für die Ukraine. Wir kaufen zusammen Munition von Ländern, die genug haben. Wir produzieren nicht schnell genug. Die Munition geht uns aus. Es ist eine tschechische Initiative und wir schließen uns hier an. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken, zur UN-Drogenkonferenz nach Wien gekommen, merkt an, man müsse sicherstellen, dass Putin nicht über die Mittel verfüge, um seine Kriegsmaschinerie zu füttern. Wir haben die Energiesituation in Europa diskutiert. Aber die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas würde zu keinem Zerwürfnis führen, so Blinken. In Europa gegenüber der Ukraine eine Balance zu finden, ist delikat. Der Dritte im Bunde des Weimarer Dreiecks, der polnische Premier Donald Tusk. Was wir heute alles beschlossen haben, das zeigt ganz deutlich, dass diese bösen Gerüchte, es gebe Streit oder Unstimmigkeiten zwischen den Hauptstädten Europas, dass diese Gerüchte falsch sind. Das Weimarer Dreieck spreche mit einer Stimme und werde sich bald wieder in Warschau treffen. In Russland selbst hat heute etwas begonnen, das sich Präsidentenwahl nennt, mit einer demokratischen Wahl aber wenig zu tun hat. Tatsächlich geht es nur darum, Wladimir Putin zum 5. Mal zum Staatsoberhaupt zu erklären. Es gibt keine ernsthaften Alternativen, keinen Wahlkampf und schon jetzt ist klar, das Ergebnis muss noch besser werden als die 77% vor 5 Jahren. Seit einem Vierteljahrhundert beherrscht Putin Russland de facto uneingeschränkt. Nur Stalin und Katharina die Große haben das Land noch länger regiert. Wer jünger ist als 30, kann sich an ein Russland ohne Putin gar nicht erinnern. Und trotzdem ist die Kritik am Diktator bei den Jungen noch am größten, berichtet Maria Knips-Witting aus St. Petersburg. Eine Verlagsbuchhandlung im Zentrum von St. Petersburg. Die politischen Repressionen, die seit Putins Einmarsch in der Ukraine massiv zugenommen haben, machen sich auch hier bemerkbar. Viele der Bücher sind von Autoren geschrieben worden, die das Regime als sogenannte ausländische Agenten eingestuft hat. Ein Begriff, mit dem Regime und Kriegskritiker gebrandmarkt werden. Ihre Bücher müssen extra gekennzeichnet werden und dürfen nur eingeschweißt an Menschen ab 18 verkauft werden. Bei den überwiegend jungen Kunden sind diese politischen Bücher derzeit sehr gefragt. Ich denke, dass die Leute diese Bücher deshalb lesen, weil es diese Isolation gibt, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und durch das Lesen können wir versuchen, sie zu überwinden. Unter den jungen Russinnen und Russen steigt die Unzufriedenheit mit dem Regime. Die junge Generation in Russland wird oft Generation Putin genannt, denn sie kennt keinen anderen Machthaber als Russlands Langzeitpräsidenten. Seine Politik hat bestimmt, wie sie aufgewachsen sind. Und auch die Zukunft der jungen Menschen hier liegt in der Hand jenes Mannes, der das Land mit seinem Einmarsch in die Ukraine immer weiter in die Isolation führt. Putin selbst inszeniert sich gerne als der Mann, der Russlands Jugend in eine glorreiche Zukunft führt. Viele Junge befürworten seine Politik. Umfragen zeigen, dass rund die Hälfte der jungen Generation für Putin ist. Ich glaube, unsere Generation strebt in die Zukunft, strebt nach Patriotismus. Denn genau das ist es, was wir jetzt brauchen für die Einheit unseres Landes. In der Buchhandlung in St. Petersburg will sich niemand direkt zu Putins Politik äußern. Es sind wechselhafte Zeiten, aber ich versuche trotzdem positiv in die Zukunft zu blicken. Auf die Unzufriedenheit mit der Politik reagieren sie mit einem Rückzug ins Privatleben. Wir versuchen weiterzumachen und uns daran zu orientieren, was wir selbst tun können. Vielleicht wollen wir nicht so viel wahrnehmen, weil es für uns deprimierend ist.
Eine Haltung, mit der sie nicht alleine sind. Viele junge Menschen in Russland wollen mit der Politik des Landes schlicht nichts mehr zu tun haben. Und ich begrüße dazu jetzt in Dresden Rüdiger von Fritsch Partner der internationalen Strategieberatung Berlin Global Advisors und langjähriger Spitzendiplomat, der als deutscher Botschafter in Moskau Wladimir Putin mehrfach getroffen hat. Guten Abend. Grüß Gott nach Wien, guten Abend, Herr Wolf. Herr von Fritsch, es ist allen völlig klar, Wladimir Putin bleibt mit gewaltiger Mehrheit Präsident. Aber wozu dann überhaupt diese riesige Inszenierung von Scheindemokratie und die Sorge des Kreml um ein möglichst gutes Ergebnis? Es ist eine Besonderheit von Diktaturen, immer die Fiktion aufrechterhalten zu wollen, man sei eigentlich eine Demokratie, man sei eigentlich ein Rechtsstaat. Nicht Herr Nawalny ist ja nicht wegen seiner Meinung, sondern wegen angeblich Steuervergehen verhaftet worden. Man will der Welt eine Fiktion präsentieren, die keine ist. Das ist keine Wahl, das ist die Akklamation einer Diktatur. Der Kreml will ein Wahlergebnis, das jedenfalls besser ist als die 77% vom letzten Mal. Also wird es das auch geben. Aber lässt sich irgendwie abschätzen, wie groß die Unterstützung für Putin tatsächlich in Russland ist? Also ich würde mal vermuten, dass sich das Ergebnis diesmal so irgendwo um die 80 vielleicht einpendeln wird. Aber die Frage ist zu Recht, wie viele Menschen stehen tatsächlich hinter Wladimir Putin? Und die russische Soziologie, so sie noch frei ist, sagt, 20% sind vielleicht militante Unterstützer, 20% haben eine tatsächlich demokratische Gesinnung und 60% der Menschen verharren in einer antrainierten Gleichgültigkeit. Gemäß dem alten Satz aus Diktaturen, wer den Kopf nicht hebt, dem wird das Haupt nicht abgeschlagen. Man lebt in der Angst und in der Furcht vor den Konsequenzen und versucht, mit dem schwierigen Alltag zurechtzukommen. Aber das Regime hat Angst, dass das Volk plötzlich umdenken könnte, sonst wäre es nicht so repressiv. Gibt es denn heute noch irgendeine Art von relevanter Opposition in Russland, auch seit Nawalny tot ist? Es gibt natürlich ein anderes Russland. Und das hat Alexei Nawalny demonstriert. Und das ist unsere Hoffnung ja auch für irgendeine fernere Zukunft. Aber gegenwärtig hat Wladimir Putin alles pulverisiert, was es an Opposition gab. Die sind ins Exil getrieben worden, in seine Lager gesteckt oder zum Schweigen verdammt. Aber die eigentliche Opposition könnte eines Tages nicht so sehr genuin politischer Natur sein, sondern aus dem Unmut des Volkes, das genug hat, entstehen. Und dann haben wir eine Situation wie in Nordafrika oder wie in Polen 1978 oder in anderen Situationen. Rund um diese kurze, ein bisschen absurde Revolte von Prigozhin letzten Sommer hat Putin kurz gewankt oder zumindest Schwäche gezeigt. Warum hat ihm das nicht nachhaltiger geschadet? Es war in der Tat eine sehr interessante Situation, denn man sagt, ja, die Menschen sind scheinbar für ihn, aber wenn er stolpert, geht keiner für ihn auf die Straße. Und genau das haben wir gesehen. Niemand, selbst aus der Führung, hat sich hinter seinen Präsidenten gestellt. Er selber ist aus Moskau geflohen, so viel man weiß, und hat umso repressiver das Heft in die Hand genommen, weil er als klassischer Diktator natürlich das mit und Alleinherrscher, der er ist, mit seinen drei typischen Mitteln tun kann. Erstens der großen Lüge, der Propaganda, zweitens der ständigen, immer massiveren Repression und drittens mit der ständigen Bestechung. Er kauft sich die Zustimmung der Menschen. Und die Frage wird sein, werden seine Mittel dafür wirklich eines Tages reichen? Nun ist das die erste sogenannte Präsidentenwahl nach dem Überfall auf die Ukraine. Und dieser Krieg durfte ja am Anfang in Russland nur militärische Spezialoperation genannt werden. Das Wort Krieg war verboten. Jetzt ist der Krieg de facto das zentrale Wahlkampfthema Putins. Warum ist das so und warum schadet ihm dieser Krieg eigentlich, obwohl er ja für Russland bis jetzt wenig gebracht hat, außer viele Tote, Sanktionen und der NATO zwei Mitglieder mehr? Ja, in der Tat, Wladimir Putin hat sich in einer grotesken Fehlkalkulation der Wirklichkeit selber massiv geschadet. Eine der größten Militärmächte der Welt hat es nicht geschafft, innerhalb von 2 Jahren ein wesentlich kleineres Nachbarland zu bezwingen. Er hat sich strategisch geschadet, sie wiesen darauf hin, die NATO-Beitritte Schwedens und Finnlands. Und deswegen ist für ihn ein drittes Ziel hinzugekommen. Er kämpft neben dem Kampf gegen den Westen und gegen die Ukraine um seine Macht zu Hause. Und deswegen wird er diesen Krieg so unerbittlich fortsetzen, bis zu einem Punkt, an dem er zu einer Abwägung kommen muss. Wird die Fortsetzung der Macht des Krieges, den ich nicht erfolgreich beenden kann, meine Macht zu Hause gefährden? Und das ist der Punkt, an dem er in seiner Logik, und in der müssen wir denken, möglicherweise verhandlungsbereit sein wird. Warum schaden ihm eigentlich die Sanktionen bisher nicht mehr? Erstens, sie schaden massiv. Also man kann ja auf konkrete Zahlen schauen. Ich nenne Ihnen vielleicht mal einfach zwei aus diesen Tagen.
Die Moskauer Autofabrik Moskvitsch hat gerade den Auftrag bekommen, dieses Jahr wieder 22.000 Autos herzustellen. Die Fabrik ist für 180.000 ausgelegt. Das hat sie mal produziert. Öl und Gas haben zum russischen Staatshaushalt in der Vergangenheit bis zu 50% beigetragen. Das sind jetzt noch 28%. Wladimir Putin hat sein Land in eine Kriegswirtschaft umgewandelt. Er verwendet alle Mittel darauf. 40% der Staatsausgaben werden für den Krieg aufgewendet. Aber er hat sein Land abgekoppelt von der Innovation, vom Austausch mit uns, von internationalen Finanztransfers. Und aus russischer Sicht besonders schlimm, er macht sich abhängig von China. Jetzt hat heute Ex-Premier Medvedev getwittert, der russische Vorschlag für eine Friedenslösung sieht so aus. Totale Kapitulation der, Zitat, Nazi-Regierung in Kiew, Selbstauflösung aller politischen Institutionen in der Ukraine, freiwillige Eingliederung der Ukraine in die Russische Föderation und auch noch Entschädigungszahlungen für die russischen Kriegsopfer. Eine völlig absurde Rhetorik. Was ist der Sinn dahinter? Naja, das ist die Rolle dieses abgehalfterten Ex-Präsidenten, den Wladimir Putin in Wirklichkeit überhaupt nicht schätzt, weil er ihn für schwach hält. Und der ist so ein bisschen zum Kistenkasper geworden, nicht? Wladimir Putin macht alle drei Wochen hinter sich eine Klappe auf und dann kommt Medvedev raus und schreit zu uns, Nuklear, Dritter Weltkrieg, Kapitulation oder irgend so etwas. Und das ist auf der Linie eines klassischen Instruments russischer Außenpolitik, nämlich uns Angst zu machen. Er herrscht nach innen mit Angst gegen seine Bevölkerung und er versucht ständig, uns Angst zu machen. Und in diese Angstfalle dürfen wir nicht laufen. In zwei Jahren wäre Putin länger an der Macht, als es Stalin war. Was ist denn von einer weiteren Amtszeit jetzt zu erwarten? Noch mehr Repression nach innen, noch mehr Aggression nach außen? Wir können nicht davon ausgehen, dass dieses Regime unter diesem Präsidenten sich in irgendeiner Form ändern wird, sondern wir müssen auf